Nein, mein Freund, aber ich werde bald nachkommen. Wie er meint. Kommt, Brüder, lasst uns keine Zeit verschwenden. Ein Wort noch zu euch. Ich war hier und habe euch mit dem Blut meiner Kameraden an eurem Schwert gesehen. Fürst Windspeer mag für euch gesprochen haben, aber solange eure Unschuld nicht von diesen Prälaten des Ordens bewiesen wurde, wird unser nächstes Zusammentreffen ein feindliches sein. Ihr seht, es ist dringend, dass eure Unschuld bewiesen wird. Ich wiederhole also meine Einladung, folgt mir in meine Hütte. Das ist eine Ehre, eure Gastfreundschaft anzunehmen. Ich brauche eure Mildtätigkeit nicht, wir nehmen deine Gastfreundschaft an. Dann folgt mir, meine Hütte ist nur ein Stück südlich von hier. Ich werde euch dort erwarten. Ja, wir werden anscheinend zur Hütte teleportiert. Ah, da ist sie ja. Wir waren hier oben. Moment. Da liegt noch alles, da müssen wir so gleich nochmal hingehen. Hoffentlich liegt dann da auch immer noch alles. Ja, alle bitte. Jetzt gehst du doch nicht nur du rein. Bitte nimm alle ja, mit. Juhu, alle sind angekommen. Da. Das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht solltet ihr euch erst einmal so gut wie möglich mit eurer Situation vertraut machen, bevor ihr loszieht und euch umbringen lasst. Ihr würdet auf gemeine Weise getäuscht. Ich weiß eure Freundlichkeit zu schätzen. Was ist mit euch geschehen? Diese Verunglimpfung meines guten Rufes ist untragbar. Ihr könnt mein Leid gar nicht nachempfinden. Ich werde alle vernichten, wer auch immer mir das angetan hat. Sie werden meinen Zorn nicht überleben. Wir schätzen seine Freundlichkeit und nehmen darum Antwort 1. Was ist mit euch geschehen? Ihr leidet nicht alle unter Falschheit und Betrug. Mir passierte es genauso, doch meine Heimsuchung war weniger blutig. Einst war ich der Fürst dieses Landes und besaß Einfluss im Herzen von Ammen. Alles wurde mir genommen. Es geschah beinahe über Nacht. Und die Wunden liegen in meinen Träumen immer noch offen. Ich bin jetzt zufrieden, da ich Trost in der Stille des Waldes gefunden habe. Doch ich verfluche auf immer den Namen Fürst Jirdan Firkak. Ich kenne diesen Namen. Er war es, der mich bat, das Land von der Bedrohung durch die Ogre zu befreien. Firkak? Dann war er es, der meinen Untergang angezettelt hat. Er war derjenige, der mich angeheuert hat. Ja, das war er. Das passt zu seiner Art. Einen ausgeklügelten Plan auszuhacken, um einen Rivalen in Misskredit zu bringen. Ich verstehe jedoch nicht, warum er auch euch aufs Korn nimmt. Mein Fall ist offensichtlich. Er will mein Land, daher verunglimpft er mich. Leute wurden vermisst, die nur er finden konnte. Banditen trieben ihr Unwesen, dem nur er ein Ende setzen konnte. Und Lösungen für Probleme, die er garantiert erst geschaffen hat. Ja, Yoshimo, von dem ich immer noch nicht weiß, wie ich irgendeinen südländischen Akzent in seine Stimme bringen soll, den er angeblich hat, aber den er selbst nicht mehr hat, wenn er hier im Spiel spricht. Ja, das macht Sinn. Ich hörte einmal, wie sein Name in wenig seriösen Kreisen erwähnt wurde. Jirdan scheint ein ganz gut besonderer Fall zu sein. Hieß er nicht eben noch Jirdan? Letztendlich wurde mein Besitz in einer einzelnen Nacht vollkommen zerstört. Die Leute verloren ihr Vertrauen in mich und mein Einfluss bröckelte ab. Wie es scheint, seid ihr jetzt sein Ziel. Er unterminiert also euer Herrschaftsgebiet. Doch warum ist er hinter mir her? Das hört sich an, als ob er ein wirklich bösartiges Monster ist. Ich werde versuchen, ihm für diese Verbrechen den Garaus zu machen. Na, warum macht er das denn hier? Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ihn auf irgendeine Weise beleidigt. Auch ohne es zu wissen. In seinem Bestreben ist er ziemlich eigenwillig. Alles, was ich weiß, ist, dass er nicht eure schlimmste Sorge sein wird.
Der höchst ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens wird euren Tod anstreben, wenn nicht ganz schnell etwas passiert. Ich habe im Orden ein paar Freunde. Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen sprechen. Vielleicht kann ich sie überreden, sich euch gegenüber wohlwollend zu verhalten. Ich kann es aber nur versuchen. Ich danke euch dafür. Ihr seid sehr freundlich. Eure Bemühungen allen Ehren, aber ich kann für einen solchen Dienst nicht bezahlen. Woher weiß ich, dass ihr mich nicht reinlegt? Ihr könntet mich als ein Mittel benutzen, um euren Status zurückzuerlangen. Ich danke euch sehr. Ihr seid sehr freundlich. Das macht mir nichts aus. Ich habe hier, wo ich bin, Frieden gefunden. Aber jeder Feind von Fürst Girdan, jetzt wird er wieder mit IE geschrieben, ist mein Freund. Macht es euch hier bei mir gemütlich, bis ich mit guter Nachricht zurück bin. Okay. Schlafen wir eine Runde. Oh, er hing an uns fest. Wie heißt er denn wohl? Ilta. Ilfa. Ilfa? Ilva? Ilfa. Irgendwie so. Scheint, bist du weiblich? Wo bist du überhaupt? Schieß mal wegen dem Gesicht darauf, dass sie weiblich ist. Ihr habt meinen Vater wieder froh gemacht. Es ist schon recht lange her, seit er jemandem in Not helfen konnte. Bitte enttäuscht ihn nicht. Er war bisher freundlich zu mir. Ich würde ihm nichts antun. Er hat sich in Gefahr begeben, um mir zu helfen. Es liegt an ihm, was als nächstes passiert. Wenn er in Schwierigkeiten kommt, weil er Hilfe angeboten hat, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, wir nehmen Antwort 1. Wir würden ihm nie was antun. Ich bin so froh. Er gehört zu den vertrauenswürdigsten Sorte. Nur deshalb war Fürst Yirfiakrak überhaupt in der Lage, seines Landes zu bemächtigen. Mein Vater liegt da nieder, während Girdan sich ein schönes Leben macht. Ihr könnt viel dazu beitragen, meinem Vater den Rücken zu stärken. Wenn ihr diesen Vierkrag das Handwerk legt, würde das sehr viel helfen. Bitte, wenn nicht für meinen Vater, dann tut es für euch selbst. Ja, ausruhen. Sagt mir, was zu halt, aber wer rast eingesetzt. Aber ihr hier, achso, du stehst da mitten. Ihr seid ein sonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Jam, irgendjemand, der anscheinend gerade rangekommen. Ah, hör auf, versteckt euch, es gibt Ärger, ganz sicher. Immer mit der Ruhe, Jam. Ihr werdet noch unsere Gäste aufwecken. Was ist los? Wir lagen nicht mal im Betten. Banditen! Ich habe sie gesehen! Sie kommen! Sie versuchen ungesehen zu bleiben! Aber ich habe sie gesehen! Sie sind schon fast hier! Versteckt euch und lauft weg! Banditen? Aus denen mache ich kein Holz! Ich frage mich, was sie vorhaben. Ich werde am besten mal nachsehen. Wenn sie niemanden belästigen, sind sie belanglos. Ja, wir machen aus Banditen Kleinholz. Na prima! Garen ist fort und niemand ist da, um das Haus zu bewachen. Ich werde in die Berge gehen und mich dort verstecken. Also, Jum, ich kann helfen, wenn es nötig ist. Wir brauchen auch noch unseren Gast. Daher wird er bestimmt keine Schwierigkeiten geben. Achso, wir haben auch noch unseren Gast. Daher wird es bestimmt keine Schwierigkeiten geben. Das ist eine gute Gelegenheit und ich bin mir sicher, er wird sich um alles kümmern. Ja. Lustige Orks und andere Viecher. Es gibt viele Arten, mit Leuten wie euch fertig zu werden. Die anderen sind weggelaufen. Wir haben Garnens Kind. Jetzt sind seine lästigen Freunde dran zu sterben. Können wir nicht reden? Warum habt ihr dieses friedliche Heim gestürmt? Was für eine Sorte Banditen seid ihr? Das sind ja auch Orks bei euch. Können wir nicht reden? Warum habt ihr das Heim gestürmt? Um unseren Frieden zu erschüttern, euren Namen zu ruinieren und den alten Idioten gar zu quälen. Aber vor allem wollten wir eine Nachricht überbringen. Eine Nachricht an euch. Es ist eine Herausforderung. Euer Niedergang wird fortgesetzt mit dem Ausmerzen von Garen Windspeer. In eurem Namen. Sein Kind wird vor eurer Nase fortgebracht. Und ich frage mich, wer dafür verantwortlich gemacht wird. Fürst Flörkrag beobachtet mit Vergnügen, wenn ihr wieder und wieder seinen öffentlichen Tod erleidet. Das ist so viel mehr Unterhaltung als einfaches Töten. Aber was habe ich ihm angetan? Welches Verbrechen ist so
ungeheuerlich. Ich werde ihm seine Drohung gebührend heimzahlen. Er kann mir nichts tun. Welches Verbrechen ist so ungeheuerlich?